Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Das sind alles andere als ideale Bedingungen für ein Davis-Pokal-Halbfinale. Da können die Spieler sich alles Mögliche brechen. Boris Becker, der eben glatt in drei Sätzen gegen Miloslav Mečir gewonnen hat, hier bei Michael Westphal. Auf der anderen Seite Willem Bungert. Hier sehen wir die Szene nochmal. Westphal rutscht da rein. Da hat er noch Glück gehabt, dass er sich nicht den Knöchel oder sonst was gebrochen hat. So, jetzt wird der Boden offensichtlich geklebt, während wir hier noch einmal in Superzeitlupe, also in der absoluten Verlangsamung, diesen Ausrutscher des Michael Westphal mit dem Ausfallschritt nach vorne sehen. Vielleicht zeigt uns die Regie jetzt mal die Diskussion zwischen Jan Kodesch, dem sehr versierten Coach der Tschechoslowaken, und Oberschiedsrichter Alan Mills. Hier haben wir es. Zwei neue oder nicht. Vielleicht ein Wort der Erklärung. Es war unheimlich schwül heute Nachmittag in Frankfurt. Es war in der Halle sehr, sehr heiß. Das hat selbst Boris Becker bestätigt, von dem wir alle wissen, dass er gerne schwitzt, dass er jedenfalls viel lieber schwitzt auf dem Tennisplatz.